Und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Ich bin Gopi und heute gibt es ein neues Video in der Technikreihe, nämlich diesmal die Heizung. Viel Spaß! Zuerst einmal, was ist überhaupt eine Heizung und wofür braucht man sie? Eine Heizung, da braucht man ja gar nicht viel erklären. Das ist einfach eine Heizung fürs Aquarium und man braucht sie, da einige Arten mehr Temperatur brauchen, als sie zum Beispiel in eurem Raum enthalten ist. Das heißt, eure Raumtemperatur ist meistens so 21 bis 22 Grad. Aber manche Fische brauchen 26 bis 28 Grad, das sind die meisten Aquarienfische. Und dafür braucht ihr eine Heizung. Jetzt kommen die verschiedenen Typen. Zuerst einmal haben wir hier den Heizstab, das ist die ganz klassische Lösung. Das ist einfach ein Stab mit einer Heizung. Und je nach Aquariengröße gibt es auch verschiedene größere Stäbe. Und da oben hier am Rad kann man die Temperatur einstellen. Dann geht es weiter mit einer Bodenheizung. Das ist eine Heizung, die an diesen zwei Heizgabeln hier in den Boden geht. Und die ordnet man dann recht gleichmäßig an, am Boden. Und die heizt vom Boden aus. Das ist auch gut für Pflanzen. Ja, und das war es jetzt auch schon wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und in dem nächsten Video wird auch wieder Neon dabei sein. Nur wir haben es jetzt gerade nicht so häufig geschafft, uns zu treffen und haben dann sowieso vereinbart, dass die Technikreihe ich leiten werde. Also, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch mal ein Like oder ein Abo da. Es freut uns riesig und bauen uns weiter auf. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.